Ich möchte uns einen sehr wichtigen Rat geben. Bitte leitet mir eure Herzen und nicht nur eure Ohren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Sura 49 im Vers 11, O die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die andere spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht die Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewirft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. In unserer Situation sind es Muslime, die andere auslachen und verspotten, um an Popularität zu gewinnen. Und sie sagen, wir sind Muslime. Bitte hört euch noch einmal an, was Allah in diesem Vers sagt. Die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Wir sollen andere nicht verspotten. Es gibt einen Unterschied zwischen Scherz und Spott. Leute verspotten andere, sie lästern über sie, sie machen Pranks, erschrecken andere und ähnliches, nur um sich selber zu pushen oder für Aufmerksamkeit zu sorgen. Umar ibn Abdulaziz sagte, fürchtet euch vor Scherzen, sie sind albern und schaffen Missgunst. Wenn wir über jemand anderen scherzen, haben wir das Gefühl, es macht uns großen Spaß. Aber was ist mit der Person, über die wir lachen? Denken wir an ihre Gefühle? Wir denken nicht über die Person nach, die wir gerade geprankt oder verleugnet haben. Sa'd ibn Abi Waqas sagte, setzt euren Scherzen eine Grenze. Wenn ihr zu weit geht, verliert ihr den Respekt. Ohne Zweifel wirst du zum Witzbold und andere dazu ermuntern, sich dir gegenüber dumm zu verhalten. Seid vorsichtig. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, lacht nicht zu viel. Warum? Warum, ja Rasulallah? Weil zu viel Gelächter das Herz betäubt. Heute wollen Leute nur Spaß haben. Es geht nur noch um Spaß. Man möchte nicht über den Tod nachdenken. Man möchte nur lachen und lachen. Sie sagen sich, es gibt so viel Haram und die Kuffar machen alle möglichen Scherze. Wie wäre es, wenn wir eine islamische Version machen? Ich könnte Ahmed oder Mohammed oder Abdallah sein. Ich könnte die islamische Version dieser Witze sein. Mein Bruder, das ist nicht der richtige Weg. Meine Schwester, das ist nicht der richtige Weg. Sich als Junge unter Mädchen zu mischen, mit ihnen zu lachen, sich zu umarmen und Küsschen auszutauschen, auf ihre Einladungen einzugehen und mit ihnen herumzulaufen, es ist eine Art der Jahiliyyah. Wenn man das sehen würde, wenn ein Superstar auftaucht, wie Mädchen kreischen und Fotos schießen, das sind unsere Schwestern im Hijab. Das sind unsere muslimischen Schwestern, die Allah subhanahu wa ta'ala geehrt hat. Ein Rat für meine Brüder und Schwestern. Zuerst für meine Schwester. Meine lieben Schwestern, ihr repräsentiert den Islam. Ihr steht da herum und streit euch die Seele aus dem Hals. Ihr steigt über die Absperrungen und boxt euch durch die Menge. Ihr umarmt sie und küsst sie. Ihr füttert diese Leute. Subhanallah, ihr repräsentiert den Islam. Was denken die Leute, wenn sie euch sehen? Wollt ihr nicht lieber Vorbilder sein? Wollt ihr nicht etwas Aufrichtiges tun? Dann seid wie Maryam a.s. Seid wie Fatima radila anha, wie Khadija radila anha. Personen, zu denen man aufsehen kann. Personen, deren Leben man studieren kann. Und nicht einfach hinausgehen und ausflippen. Schämen wir uns denn überhaupt nicht? Als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der wertvoller ist als irgendeiner dieser Personen, in Medina erschienen ist, sind die Leute ausgeflippt? Sie haben sich gefreut und sie haben gesungen, aber haben sie sich die Seele aus dem Hals geschrien? Haben sie gekreischt und sich die Kleider vom Leib gerissen? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war bei vielen Versammlungen. Haben die Frauen bei diesen Versammlungen, haben sie ihn umarmt und ihm Küsschen gegeben? Nein, aber du sagst, heute sind andere Zeiten. Wir brauchen eine Alternative zu diesen ganzen Superstars. Die Kuffar haben ihre Popkultur. Wir brauchen auch eine islamische Version davon. Wirklich? Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir von allem eine islamische Version? Können wir nicht einfach Anstand haben? Ich verstehe, vielleicht mag man etwas oder jemanden. Dennoch, wir müssen lernen, uns zu beherrschen. Das ist unser Dien. Ja, wir können Spaß haben, keine Frage. Aber es gibt Grenzen. Eine Frage an die Brüder. An die Brüder dieser Schwestern, die diese Dinge tun. Wo ist eure Eifersucht? Allah subhanahu wa ta'ala weiß darüber. Und Hadithe berichten darüber.
dass Allah eine Person nicht beachten wird, wenn sie die Eifersucht für die Frauenwelt verloren hat. Er, subhanahu wa ta'ala, wird sie am jüngsten Tag nicht beachten. Mein Bruder, was tust du? Diese Frauen wurden dir anvertraut. Du erlaubst deiner Tochter, deiner Schwester, deiner Frau hinauszugehen und herumzukreischen und irgendwelchen Stars hinterherzulaufen. Subhanallah, ein Ratschlag für jene, die diese Brüder einladen. Seid vorsichtig. Diese Brüder repräsentieren nicht den Islam. Seid vorsichtig, ihnen eine Plattform zu geben. Sie zu ermutigen, indem ihr denkt, wir bräuchten so etwas, um der Jugend eine Alternative zu geben. Das ist keine Alternative. Dadurch wird der Islam lächerlich gemacht, indem man Haram mit dem Islam mixt. Das steht nicht zur Debatte. Du kannst nicht sagen, das ist meine Sichtweise. Eine Schwester, die einen Fremden küsst und Selfies mit ihm macht und überall postet. Eine Schwester, eine Muslima, Allahu Akbar. Darüber gibt es keine zwei Sichtweisen. Was tun wir nur? Was ist mit uns los? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam warnte uns davor. Er warnte uns, dass wir den Leuten um uns herum in ein Erdloch folgen werden. Und die Sahaba fragten, wem ja Rasulullah, den Juden und Christen? Wem sonst, sagte er. Wem sonst? Weil sie Boybands haben, müssen wir auch Boybands machen? Weil sie so tolle Stars haben, müssen wir unsere Version davon kreieren? Superstars mit Bart und Models mit Hijab, die Salam und Allahu Akbar sagen? Wenn ihre Promis Scherze machen und wilde Dinge tun, andere verspotten und auslachen, müssen wir eine islamische Version davon machen? Was auch immer die Kuffar auftischen, müssen wir auch auftischen und darin einen Schritt weitergehen? Warum? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, dass wir wetteifern sollen, aber in guten Taten und nicht darin Haram zu begehen. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder die Keule, Bruder, du bist zu streng, du bist wie die Taliban und so weiter. Ich lese für euch aus dem Buch Allahs, ich bringe euch Ratschläge von den Sahaba. Waren diese Leute etwa zu streng und verstanden keinen Spaß? Nein. Ein Mann kam zu Sufyan ibn Uyayna und sagte, Scherzen ist nicht gut. Sufyan meinte, nein, Scherzen ist ein Teil der Sunna, aber nur für jene, die wissen, wie es geht und wann Scherze angebracht sind. Es gibt eine Zeit, einen Ort und eine Art, wie man scherzt. Ja, es gibt eine Sunna zum Thema Scherz. Ibn Umar radiallahu an wurde darüber befragt, ob die Sahaba gescherzt und gelacht hätten. Er sagte, ja, sie haben gelacht, aber der Glaube in ihren Herzen war wie ein Gebirge. Wir müssen uns selbst fragen. Wir lachen, wir scherzen und sind richtig kreativ. Sind wir genauso enthusiastisch, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen? Haben wir dasselbe Verlangen, wenn wir vor Allah im Salah stehen, wie wenn wir auf Menschen treffen? Welche Art von Scherze sind gemeint, wenn wir sagen, dass Scherze zur Sunna gehören? In der Sunna wurde niemals über den Islam gelacht und niemals über die Scharia. Nichts Vergleichbares. Es sollten ehrliche Scherze sein. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam machte ehrliche Scherze. Es geht nicht darum, Menschen zu verängstigen oder sie zu verletzen. Es geht nicht darum, einen Witz nach dem anderen zu bringen. Das Leben ist kein Witz. Seid vorsichtig, wenn es um den Status einer Person geht. Verschiedene Menschen haben unterschiedliche Stellungen. Du kannst mit deinen Großeltern oder Eltern nicht genauso scherzen wie mit Gleichaltrigen. Da gibt es Unterschiede. Manchmal versteht man das nicht, aber ihre Herzen fassen Dinge anders auf. Beim Scherzen geht es nicht um Lästern. Und auch Scherze haben ihren Anlass. Nicht jeder Augenblick ist für Scherze geeignet. Meine lieben Geschwister, ich liebe es zu scherzen. Ich liebe es, Spaß zu haben. Ich möchte eine gute Beziehung zu meinen Mitmenschen haben. Und die Sahaba waren die Ersten, die so waren. Wenn wir ihr Leben studieren, werden wir herausfinden, dass sie aufrichtige Menschen waren, die auch Spaß hatten. Sie waren nicht engstirnig und nur streng. Sie haben gelächelt und gelacht. Aber auch sie kannten die Grenzen. Und ich möchte, dass wir diese Grenzen kennenlernen. Und diejenigen Brüder und Schwestern, die zu weit gegangen sind, ich wünsche mir, dass sie das einsehen und bereuen. Es gibt etwas Gutes, das wir kennen. Ich möchte, dass wir diesem Guten folgen und diese schlechten Handlungen aufgeben. Diese Tänze und das Anhimmeln von Berühmtheiten. Seid vorsichtig, damit sich Kibir, Arroganz nicht in eure Herzen einschleicht.
Seid vorsichtig vor dem sogenannten Fame, den ihr erreichen wollt. Seid vorsichtig und vermischt nicht den Islam mit fremden Dingen. Wenn du das trotzdem tust und ich gebe dir den Rat, es nicht zu tun, dann musst du dich dafür am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten. Aber bitte ziehe den Islam da nicht hinein. Versuche nicht, diese Dinge einen islamischen Touch zu verleihen. Allah subhanahu wa ta'ala wacht über alles.